Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Final Fantasy 7 Crisis Core. Ich bin es, euer Nymphomafix. Beim letzten Mal sind wir hier in die Region gekommen, wo Genesis und auch Angeal herkommen. Sie waren einst beste Freunde und sind es vielleicht immer noch bis heute. Wir wissen es nicht. Aber eins ist sicher, etwas Merkwürdiges geht hier voran. Um das gerade kümmere ich mich. Sieh du in Angeals Haus nach. Muss ich es nochmal erklären? Nein, aber mich würde... Nein... Mich hat allein auch interessiert, was da am Grab ist, aber nur gut. Beim letzten Mal sind wir hier, wie gesagt, hergekommen mit Zeng aus der Spezialeinheit, dem Anführer der Turks. Und nun suchen wir Angeals Haus. Wir haben schon wieder Genesis-Klone gesehen und nun schauen wir uns mal um. Also dann, Angeals Haus ist bestimmt... Die sehen für mich alle gleich aus. Steht das nicht irgendwie, weiß nicht, am Eingang? Ich habe keinen Plan. Tja, bleibt uns üblich, das jedes einzelne Haus anzusehen. Ja klar, das heißt, wir klopfen jetzt an jedes Haus, immer wird ein Gegner drin sein und dann müssen wir ihn besiegen. Hier ist etwas. Dafür habe ich keine Zeit. Okay, wabernde Energie, das ist natürlich komplett unwichtig. So, das Haus sieht gut aus. Hallo, ist jemand da? Hundi! Roter Hundi. Waren die nicht mal blau? Nun gut, schöner werden sie trotzdem nicht. Blutdurst. Okay, Leute, das ist natürlich geil. Häuser abklettern. Klappern. Gut, da war schon mal nix. Aber wir haben ja noch ein paar Häuser zum Abklappern. So, es ist niemals das Erste. Schon wieder diese merkwürdige Energie. Ist das Mako-Energie? Geht jetzt einfach mal rein, ohne zu wissen, was hier los ist. Wird schon gut sein, oder? Can I help you? Greetings, ma'am. Are you Angeal's mother? My name is Zach. Are you Zach, the puppy? Excuse me? My son wrote to me once about you. Zero attention span, restless as a little puppy. Oh, thanks, Angeal. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angeal... He came here, but he left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword, really, ever. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Mysteriös. Also, wir hatten 5 Kill. Und die mussten wir jetzt echt stehlen, oder? Bitte, sei meinem Sohn ein guter Freund. Das Schwert. Als Shinra Angeal angenommen hatte, ließ er meinen Mann ihm dieses Schwert fertigen, auf das er unser Sohn ein ehrenvoller Krieger werden würde.
Wir mussten viel Geld leihen, um es bezahlen zu können. Und dann schuftete mein Mann so sehr, um die Kredite abzuzahlen, dass er schließlich an Erschöpfung starb. Das Schwert, wo nicht nur Angies Ehre, sondern auch das Leben seines Vaters, so wie es aussieht, dranhängt. Sehr wichtig für ihn. Und deswegen ist es umso unverständlicher, dass er es einfach hier zurücklässt. Und wieso kehrt Genesis hier zurück, nur um die Dorfbewohner abzuschlachten? Macht auch nicht so viel Sinn. Zeng, kommst du jetzt mal wieder? Angie, versteckst du nur. Was? So, ich muss echt sagen, ich habe von Final Fantasy VII Crisis Core nur so ganz Bruchstücke in Erinnerung. Ich erinnere mich an gewisse Abschnitte noch, aber ich erinnere mich ziemlich gut an diesen Abschnitt, Mann. An den erinnere ich mich jetzt zum Beispiel ziemlich gut. Zack. Ich weiß zum Beispiel, dass man jetzt so eine Bergpassage hochläuft, dass man dann irgendwas sieht. Okay, das ist jetzt nicht so akkurat, aber es ist lustig. Ich kann mich an das erinnern, zumindest. So, moin moin. Moshimosh! Etwas abseits des Dorfes steht eine Fabrik. Ich habe gesehen, wie ein Replik dort hineingegangen ist. Meinst du, das ist ihr Hauptquartier? Höchstwahrscheinlich. Ich befinde mich auf der Klippe oberhalb der Fabrik. Es wird töricht, durch die Vordertür ins Haus zu fallen. Wir steigen von oben ein. Komm unverzüglich hier rauf. Okay. Ich möchte noch eine Sache zu ihm sagen. Und das ist jetzt einfach ganz obligatorisch. Er hat so schöne Augen. Er hat so richtig blaue, so meeresblaue Augen. Das ist mir schon immer aufgefallen, Mann. Das sticht so heraus einfach, Mann. Ich meine, ich sage jetzt mal einfach, wenn Zack ist halt wirklich so das, wie man sich so im Endeffekt so einen Helden vorstellt, Mann. Immer gut gelaunt, immer nett, immer freundlich. Dann noch diese blauen Augen, die halt immer so sagen, hey, eigentlich bin ich, auch wenn ich töte und morde und alles vernichte, was mir in den Weg kommt und hier Leute abschlachte, egal ob Repliken oder nicht, irgendwie ist er halt doch ein guter Kerl. Und ja, ich finde das, also ich finde Zack persönlich, müsste ich sagen, okay, Seele ist in allen Ehren und ich vergesse mal, wer ist Locke, glaube ich, hieß er. Ich habe ihn auf Final Fantasy 6, Seele ist und Locke. Ich vergesse mal, wie Locke heißt, weil ich habe Locke immer Maxi genannt, deswegen ist es für mich Maxi. Eine Drohne. Eine gefährliche Drohne. Hoffe ich mal nicht. Da hätten wir es mal blocken können. Ich block! Also mit dem Ausweichen ist das Spiel so agil, aber wenn es ums... Wenn es uns blocken geht, ist das Spiel ziemlich langsam. AP frei, verdammt. Komm schon, Klaue. Okay, sorry. Aber Leute, die friest. Nein! Komm! No! Ja, Leute, wir haben schon gecheatet. Das ist aber gut gemacht, Mann. Da haben wir so schön gecheatet, das hat mir gut gefallen. So, okay, Utensilien. Wollen wir mal Potion nehmen, oder? Wäre nicht schlecht. Das hat mir so gut gefallen. So, ich wollte eigentlich jetzt meinen schönen Wirbel spammen, aber das war natürlich auch eine gute Idee, Mann. Denn da haben wir den Glücksspielautomaten hier über Vorderbahn und bis er gecheatet, aber das ist akzeptabel. So, da unten ist der Fronteingang, da wollen wir natürlich nicht rein. Wir nehmen ja hier den stealthigen Geheimeingang. So, wie, da kommt nochmal einer von diesen scheiß Robotern. Ihr stört's mich nicht. Zumindest nicht so sehr. Naja, aber wie gesagt, also mir gefällt Zack einfach so gut und nach Locke und... Da unten ist aber Kiste. Ach, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Nach Locke, also mit Locke und Celis. Ich würde sagen, sogar vor denen ist es mein Lieblings-Final Fantasy-Charakter. Er hat einfach sowas. Ist sogar cooler als ein Cloud. Genesis's parents were in that grave. Wait, his own family? We can't expect reason from him.
What about Angeal? He wasn't at the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Infiltrierung erfolgreich. Sehr erfolgreich. Geh du schon vor. Ich kümmere mich um die. Lass doch Seng auch mal was machen. Läuft er da weg? Ziemlich unspektakulär, was der Typ treibt. Oh, AP frei. Wirbel. Wirbel. Zack, hier entlang. Sei vorsichtig, Genesis-Männer können überall lauern. Die kommen einfach aus dem Boden, das merke ich schon. Ich muss jetzt mal eine Sache sagen, die mir im Spiel ganz und gar nicht gefällt. Und das ist die Tatsache, dass wir zwar viele Charaktere haben, die uns wirklich im Kampf beistehen könnten, aber nie uns jemand im Kampf beisteht. Ich finde, es ist ehrlich gesagt sehr schade. Es ist halt wirklich ein Solo-RPG und das ist, muss ich echt was sagen, was ich nur ganz, ganz selten habe. Also ich sage jetzt mal Japaner-RPGs. Westlich ist natürlich was komplett anderes. Aber sei es jetzt Echtzeit oder nicht Echtzeit oder Strategie... Okay, Strategie geht ja irgendwie schlecht allein. Aber es gibt wirklich, wenn ich jetzt so überlege, fallen mir sehr, sehr wenige, ich sage ja extra Japaner-RPGs ein, wo man wirklich alleine kämpft und das wirklich über das gesamte Spiel hinweg. Das ist schon was Eigenartiges. Und ich muss sagen, manchmal stört es auch, weil ich habe das Gefühl, also gegen Ende, da wird es schon ein bisschen schwer, das Spiel. Zack. Aua. Wir tun es ja jetzt schon schwer. Und das fand ich da schon ein bisschen schade, dass uns halt wirklich nie jemand zur Seite steht. Ich meine, er muss ja jetzt nicht so aktiv angreifen, aber dass er mal so im Hintergrund steht, der gute Seng, und dann immer mal eine Kugel oder so raus hat, das hätte man ja erwarten können, oder? Aber immerhin hat uns die beiden Gegner übrig gelassen. Das ist ja sehr nett von ihm. Okay, diese scheiß Roboter wieder. Komm nicht erstmal um die da. Alter. AP frei, sehr gut. Schöne Wirbelspam. Ihr spawnt unendlich nach, oder? Bilde ich mir das ein. Ich hätte mir mal den Krafttyp anschauen sollen. So, jetzt haben wir mal alle unser AP aufgebraucht. Das ist natürlich sehr gut. Und der Roboter ist down. So, Eis ist halt immer extrem leicht auszuweichen. Und ein wenig zu zerstören. So. So, euch kann ich auch mit normalen Angriffen besiegen. So, gar nicht mal so easy war die Stelle jetzt hier. Zack, hier entlang. Ja, du stehst da, schaust mich an, wie ich kämpfe, und dann stehst du... Zack, das war jetzt außerhalb meiner
Außerhalb meiner zeitlichen Maßungen. Das war keine gute Leistung von dir. Ich gehe jetzt und schaue dir beim nächsten Kampf zu. Es ist halt ernsthaft so, Mann. Nun gut, Leute, bevor wir jetzt aber hier weiter nach unten gehen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.